Der andere Punkt ist der, dass ja die Frage ist, in welchem Feld bewegt sich denn jetzt das Herz, dieses Feld, das nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Und da möchte ich verweisen auf die Arbeiten von Rupert Sheldrake zum morphogenetischen Feld. Die Frage ist ja die, woher weiß eine Pflanze, ein Tier, ein menschlicher Organismus, was auch immer, was heraus entstehen soll. Da wird für gewöhnlich gesagt, das sind die Gene. Aber die Gene sind ja einfach nur Abfolgen von bestimmten Bausteinen. Ja? Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch sehen, die genetische Ausstattung einer Raupe ist die gleiche wie die von einem Schmetterling und trotzdem haben wir einmal eine Raupe, dann haben wir eine Phase des Chaos und danach haben wir einen Schmetterling vor uns. Oder nehmen wir an, das ganze Frage, wo ist eigentlich das Gedächtnis lokalisiert? Also wo finden wir das Gedächtnis? Schlussendlich finden wir das Gedächtnis nicht irgendwo im Kopf. Ja, da gibt es zahlreiche Beispiele dazu von Menschen, die schwerste Gehirnanomalien haben und trotzdem über ein ausgezeichnetes Gedächtnis verfügen können. Und da hat Rupert Sheldrake diesen ja sehr spannenden Ansatz gebracht, dass er sagt, ja, wir müssen hier davon oder wir sollten davon ausgehen, dass es Felder gibt, in denen diese Information wie gespeichert ist. Und dass der Organismus, beispielsweise der Organismus, der im Wachstum begriffen ist oder in der Heilung begriffen ist, dass dieser Organismus Zugriff hat auf diese Felder und aus diesen Feldern quasi die Information herunterholt. Auch das ist wiederum ein Gedanke, der eigentlich in der modernen Informationstechnologie überhaupt nichts Verwunderliches ist. Ja? Also, weil wir speichern unsere Daten auf irgendwelchen Servern ab, die Gott weiß wie nicht wo stehen, ja? Und in sogenannten Clouds, ja? Und greifen auf die zurück, wenn wir sie benötigen. Ja? Also und wir haben ja in ganz vielen Bereichen sind ja gar nicht mal alle Informationen auf meinem PC zu Hause abgespeichert, sondern irgendwo woanders. Und ich denke, diese Metapher kann helfen, sich an diesen merkwürdigen Gedanken zu gewöhnen. Vielleicht auch dazu nochmal eine weitere Metapher, auch nochmal als so ein Brückenbau, um das zu verstehen, was ich damit meine. Stellen wir uns vor, wir beide würden eine Zeitreise machen und würden, ohne dass wir es merken, im 17. Jahrhundert ankommen. So, und jetzt habe ich beispielsweise eine Wanderung gemacht, ja, und wir sind beide verabredet und ich merke, ich habe mich verlaufen, ich brauche längere Zeit, als ich gedacht habe. Und dann treffe ich einen Bauern und frage, ja, wo ist denn das und das Dorf, wo ich weiß, wo sie sind, ja. Und dann sagt mir der Bauer, ja, das ist da und da und sie brauchen dafür eine Stunde, um da hinzulaufen. Ja. Das ist aber viel länger, als ich gedacht habe. Ja. Eigentlich wollte ich in 5 Minuten bei ihnen sein. Und dann nehme ich so ein kleines Ding aus der Tasche, Handy genannt, tippe da einen Code ein und trete nun in Resonanz mit ihnen und kann mit ihnen kommunizieren und ihnen mitteilen, dass ich eine Stunde länger brauche zu unserem Treffpunkt. Da wird der Bauer aus dem 17. Jahrhundert, der wird in Ohnmacht fallen. Der wird das überhaupt nicht verstehen, was hier möglich ist. Was für uns völlig selbstverständlich ist, dass das geht. Ja, und so kann das eine Metapher dafür sein, dass eben wir es eigentlich auch schon gewohnt sind, diese Grenzen von Raum und Zeit zu sprengen. Wir sind es, es ist einfach in unserem gesamten Duktus nicht drin, dass das eben auch jenseits der Informationstechnologie auch eine Möglichkeitsebene hat. Und was auch neu ist, ist, dass wir diese Dinge auch messen können im Labor. Weil schlussendlich jede Mutter weiß das, dass sie mit ihrem Kind verbunden ist und sie merkt, wenn es ihrem Kind nicht gut geht. Ja, und eine Mutter von einem kleinen Kind, das gerade laufen lernt, merkt, wenn das Kind gerade auf die ungesicherte Kellertreppe zuläuft. Ja, und sie merkt es, bevor das Kind runterfällt. Ja, also auch da aus dem Alltag heraus kennen wir viele solcher Beispiele. Das Besondere ist, dass wir diese Dinge auch im Labor unter Labormethoden messen können und sehen können, wow, das ist ja wirklich so. Inwiefern kann das Herz ein Organ geistiger Erkenntnis sein?
Also wir haben das ja eben gesehen, dass das Herz eben an ein Feld gebunden ist oder in einen Bereich hineinragt, wo Raum und Zeit keine Gültigkeit mehr hat. Das heißt, wir kommen ja hier in einen Bereich hinein, der schon weit jenseits unseres Alltagsbewusstseins liegt, wo wir immer in den Gesetzen von Raum und Zeit denken, fühlen und handeln. Und wenn wir jetzt in diese andere Ebene hineingehen, oder diese Frage des Herzens als Erkenntnisorgan, dann möchte ich zum einen eben darauf verweisen, dass wir als Menschen untereinander ja verbunden sind, auch über das, was eben an Kommunikationsaustausch stattfindet, an Informationsaustausch stattfindet über das Herz von Mensch zu Mensch. Und dass auf der anderen Seite es aber auch möglich ist, durch ein bewusstes sich hineinversenken in die eigenen Herzenskräfte, einen Zugang zu finden zu Antworten, zu Fragen, die ich habe, die, wo die Antworten dann sehr anders ausfallen als die, die vom rationalen Denken kommen. Das rationale Denken, das heißt das Kopfdenken, gründet sich auf die Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit zu einem bestimmten Thema gesammelt habe. Das Herzdenken ist in der Lage zu ahnen, welche Potenziale, welche Möglichkeiten in der Zukunft sind zu einem bestimmten Thema. Und insofern hat eben dieses Herz Zugang zu dem, was noch nicht ist, was noch werden kann, aus der Zukunft heraus. Und das ist eben eine völlig neue Dimension, ein ganz anderes Denken als das intellektuelle Denken, das sich rein auf die Vergangenheit bezieht. Und so kann dann auch im Rahmen einer intensiven meditativen Beschäftigung mit den Kräften des eigenen Herzens, ist es dann auch möglich, einen Zugang zu finden zu Ebenen im eigenen Herzen, die dem Verstande verschlossen bleiben. Im Sinne von Saint-Exupéry, wenn er sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar, also für den Verstand. Ja? Und genau das ist nicht nur eine schöne literarische Metapher, sondern ist im Grunde ein sehr konkreter Auftrag, möchte ich mal sagen, an ein inneres, meditatives Arbeiten mit den Herzenskräften. Herr Peters, was hat Sie motiviert, ein solches Buch Gesundmacher Herz zu schreiben? Ja, verschiedene Punkte. Also zum einen, dass es gibt momentan keine Veröffentlichung, zumindest im deutschsprachigen Raum, es ist auch im englischsprachigen Raum keine bekannt, wo diese ganzen Themen, die für das Herz erforscht worden sind, wo die einmal zusammengefasst für den Laien verständlich dargestellt werden. Die ganzen Dinge, die wir über das Herz wissen, sind in irgendwelchen wissenschaftlichen Fachartikeln erschienen, auf Englisch zum Teil in einer sehr komplizierten wissenschaftlichen Sprache, die es nicht einfach macht, das Ganze zu verstehen. Und da war es mir einfach ein Bedürfnis gewesen, etwas zu schreiben, was für jeden Menschen einfach und knackig nachzuvollziehen ist, worum es hierbei geht. Das ist das eine, dass es eben eine solche Veröffentlichung nicht gibt. Und das andere ist eben auch, und das drückt sich ja auch in diesem Titel aus, den der Verlag ja herausgesucht hat, das war ja nicht meine Aufgabe gewesen, den Verlag, also den Titel dem Verlag vorzuschreiben, dass eben in dem Herzen eine Kraft innewohnt, selber wieder zu gesunden. Und zwar sowohl auf der körperlichen Ebene, ja, indem ich eben über das Herz übe, Einfluss auszuüben auf meine vegetative Steuerung und damit sämtliche Prozesse in meinem Organismus steuern lernen kann. Das ist die eine Ebene. Aber dann eben auch bis hin zu der ganzen Frage der sozialen Verantwortung in dem Kulturkreis oder in dem sozialen Zusammenhang, in dem ich drinstehe, bis hin dann eben auch zu der Frage eines geistig-spirituellen Erkenntnisorganes. All diese Themen gehören zum Thema Herz mit dazu und insofern ist das Herz wahrlich ein Organ, das ein Gesundmacher ist, und zwar sowohl auf der körperlichen Ebene als auch auf einer seelischen und geistigen Ebene. Ich bedanke mich ganz herzlich.